Vielen Dank, Herr Kollege Vohl. Nächste Rednerin für die, bin ich noch richtig hier? Ja, doch, für die Fraktion der FDP ist die Kollegin Schardt-Sauer. Sehr verehrter Herr Präsident, werte Kollegen! Eigentlich war ja alles klar nach der Pressekonferenz der Koalitionsfraktionen im Dezember zu den Ergebnissen der Haushaltsklausuren von CDU und BÜNDNIS 90 GRÜNE. Beide machten dort sehr deutlich, dass sie, weil man habe sich ja intensiv in den Aufstellungsprozess eingebracht, kaum Änderungsbedarf am Entwurf der Landesregierung sahen. Wir haben eben ja schon ansatzweise gehört, dass das ja sozusagen himmelsgleich ist und wir im Himmel sind fast. Aber gleichwohl, es war immer noch nicht genug. CDU und GRÜNE überraschten mit insgesamt 75 Änderungsanträgen zur zweiten und weiteren Änderungsanträgen zur dritten Lesung. Anscheinend musste doch immer wieder nachgebessert werden. Und der Haushalt, den wir heute zur Beschlussfassung vorliegen haben, hat sich an einigen Stellen geändert. Nur, werte Kollegen, an den grundlegenden Stellen hat sich aus Sicht von uns Freidemokraten nichts geändert. Und leider, man soll die Hoffnung ja nie aufgeben, ist keine Korrektur erfolgt, und wir können diesem Haushalt selbstverständlich nicht zustimmen. Zu berücksichtigen ist bei der heutigen Debatte, bei der dritten Lesung, unbedingt der vorläufige, er ist schon mehrfach angesprochen worden, der vorläufige Jahresabschluss 2019. Aber in welcher Form dieser Jahresabschluss 2019 Gegenstand einer der von uns allseits geschätzten Pressekonferenzen des Finanzministers brachte eine Verbesserung des Ergebnisses um fast 1,5 Milliarden €. Ein Drittel davon sind Steuermehreinnahmen, rund 500 Millionen €. Und man kann sagen, die Steuereinnahmen sprudeln. Aus Sicht von uns Freien Demokraten bestätigt dies, es gibt Spielraum, um Bürger zu entlasten. Dazu hatten wir den Vorschlag, unterbreitet, die Grunderwerbssteuer um 1% von 6% auf 5% zu senken. Nach den Zahlen des Finanzministeriums belaufen sich die Einnahmen des Landes 2019 bei dieser Steuer auf rund 1,662 Milliarden €. Der Kollege Weiß hatte es vorhin angesprochen, einer Steuereinnahme, die stetig steigt. Die Steuereinnahme liegt damit wiederum 235 Millionen € über dem geplanten Soll. Man kann ja sagen, das ist jetzt inzwischen fast so ein Naturgesetz in Hessen. Alle tatsächlichen Sollzahlen, tatsächlichen Zahlen sind höher. Das belegt aber, meine Kollegen, warum quäle ich Sie jetzt weiterhin nach vielen, vielen Zahlen in den Vorreden? Eine Steuersenkung wäre sehr solide finanzierbar, und sie wäre ein weiterer Baustein, mehr Bürgern die Schaffung von Wohneigentum zu ermöglichen. Eine vertane Chance. Dieser Haushaltsentwurf enthält viele vertane Chancen. Man muss aber der Redlichkeit halber auch darauf hinweisen, wo er sozusagen durch Gesetzeslage in seinen Möglichkeiten eingebremst wird. Der Finanzminister ist durch das Ausführungsgesetz zur Schuldenbremse, das uns Freie Demokraten auch ein wichtiges Anliegen war, in seinen Möglichkeiten, Klammer auf, Gott sei Dank, Klammer zu, eingeschränkt, wie die Ausgabenverbesserung von 1,5 Milliarden € zu verwenden ist. Aber diese Einschränkung bedeutet nicht, dass nicht mehr Geld in die höhere Schuldentilgung hätte folgen können. Ja, es mag eine Freude sein, eine stetige Freude, statt geplant 100 Millionen € doch 200 Millionen € zu tilgen, und das PR-technisch unter den schon bekannten Slogan, aber immer mit einer neuen Fortsetzungsnummer,
nun zum vierten Mal in Folge 200 Millionen Euro getilgt zu verkaufen. Werte Kollegen, es ist Zeit, in Hessen endlich eine ambitionierte Schuldentilgung einzusteigen. Doch was bekommen wir von der Landesregierung vorgelegt? Weitere Schuldentilgung im Schneckentempo. Schuldentilgung ist eine Frage der Generationengerechtigkeit. Und je schneller wir von den Schulden in Hessen, derer haben wir, man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen, in Hessen, wir haben 43 Milliarden Euro Schulden. Und je früher wir wirksam, nicht im kleinen Schneckentempo, daran gehen, die abzutragen, desto größer ist der Gestaltungsspielraum für folgende Generationen, sei es hier in dem Haus oder sei es in ganz Hessen. Denn die Zeiten, das wissen wir leider auch, wo die Rahmenbedingungen aus welchen Ursachen auch immer nicht so gut sind wie heute, die sind uns ebenso sicher. Und angesichts der aktuellen Zahlen kam in allen Reden, ist belegt, wir kriegen die monatlichen Listen von den Mitarbeitern aus dem Finanzministerium, die Hessenschnecke könnte endlich einmal an Tempo zulegen. Eine nominale Schuldentilgung in Höhe von mindestens 200 Millionen Euro wäre, ehrlich gesagt, selbst für die Schnecke locker möglich. Es braucht nicht diesen schäferschen Sicherheitsabschlag in Höhe von 100 Millionen € bei diesen Steuereinnahmen. Bedauerlich ist, dass diese gute Situation nicht für das wichtigste Investitionen in die Zukunft genutzt wird, nämlich die Investitionen. Die Investitionsquote des Landes sinkt seit der Regierungsübernahme von Schwarz-Grün. Hinzu kommt auch noch, die Quote sinkt, und das von dem weniger werdend, das fließt immer schlechter ab. Und werter Kollege Rühl, da ist nicht allein nur die Bauwirtschaft dran schuld, sondern das ist ein Prozess, der seit Jahren zu ersehen ist. Der Finanzminister hat jetzt angekündigt, die Einrichtung eines Investitionsfonds von 500 Millionen €. Nur dieser Fonds, der löst die Probleme allein nicht. Wir haben insgesamt im Verhältnis zum Gesamthaushalt zu wenig Investitionsmittel, sinkende Quote, und die Mittel können nicht ausgegeben werden. Es braucht einfach mehr Anstrengung und vor allem eine Projektauswahl ohne Scheuklappen. Wir sagen als Freie Demokraten nur endlich einmal und energisch, nicht nur mit ausweichenden Sätzen, Straßenneubau wäre eine Möglichkeit, wenn man es wirklich will. Liebe Kollegen, nach zwei Lesungen im Plenum ist nicht viel Neues anzusprechen. Leider hat die Koalition, es wurde mehrfach von den Kollegen aus der Opposition angesprochen, alle Anträge anderer Fraktionen abgelehnt. Ich bin dankbar, dass es gelungen ist, einige wenige Anträge, unter anderem die Initiative und Anregung des Abgeordneten Hahn aus unserer Fraktion, einen gemeinsamen Antrag daraus zu machen zur Stärkung der christlich-jüdischen Zusammenarbeit oder aber die gemeinsame Initiative zum Livestream im Landtag, dass das gelungen ist, das auf den Weg zu bringen. Ich möchte das hier auch noch einmal explizit erwähnen. Vielen Dank für die breite Unterstützung dieser Anliegen. Lassen Sie mich den Blick nach vorne richten. Die Einnahmen sind gewachsen, und der Finanzminister rechnet mit weiter steigenden Einnahmen. Hessen hat kein Einnahmeproblem. Hierfür haben wir in diesem Haus unseren Bürgerinnen und Bürgern, den Firmen und der Wirtschaft zu danken. Denn, werter Kollege Kaufmann, unser Reichtum, unser Glücksgefühl, unser Wohlstand, das kommt nicht hier aus der Politik. Produktiv sind die Bürger, die die Steuern erwirtschaften. Und wir sind nichts anderes als Treuhänder. Und wenn wir in einem solchen tollen Bundesland wirken dürfen, ist es unsere Pflicht, ist es die Pflicht einer verantwortlichen Politik, die Chance zu nutzen und jetzt in dieser Zeit den Landeshaushalt zukunftsfest zu machen. Die Segler sprechen davon, das Boot sturmfest zu machen.
Wenn es gelingen soll, die hessischen Finanzen zukunftsfest zu machen, müssen wir jetzt vorsorgen, konsolidieren, investieren. Und bevor der Einwand näher kommt des Finanzministers, das mache er ja schon, will ich es klarer formulieren, stärker vorsorgen, ambitionierter konsolidieren, mehr investieren. Und da muss man leider feststellen, dass der Haushalt 2020 ein Novum ist für Thomas Schäfer. Die Ausgaben steigen stärker als die Einnahmen. Nur durch Rückgriff auf die Rücklagen ist der formale Haushaltsausgleich möglich. Schwarz-Grün gibt mehr Geld aus, als eingenommen wird. Politik, die rechnen kann, geht anders. Ich meine, man denkt, in guten Zeiten müsste dieser Grundsatz, den jeder Schülerin, jeder Schüler mit dem Taschengeld kann auch nicht mehr ausgeben, als es hat, verwirklicht werden. Es ist aber wahrlich kein gutes Markenzeichen für einen Finanzminister, eine solche Entwicklung positiv zu begleiten. Die guten Zeiten nutzen, um den Haushalt zukunftsfest zu machen. Die guten Zeiten nutzen, um Hessen zukunftsfest zu machen. Und jetzt muss ich wieder auf den Kollegen Kaufmann kommen, weil, wie gesagt, er erklärt uns ja immer sehr intensiv, wie wir die Dinge zu sehen haben. Ich bin zwar katholisch, ich komme aus Limburg, aber himmlisch mögen die Zustände sein für Finanzpolitiker. Nur, sie müssen sich halt auch gefallen lassen, Herr Kollege Kaufmann, mit Ihren Kollegen der Regierungsfraktion, aus dieser himmlischen Situation finanztechnisch machen Sie gar nichts. Das ist klein-klein, was Sie hier vorlegen. Wie gesagt, keine ambitionierte Schuldentilgung. Themen wie Infrastruktur, digitale Bildung, Entlastung der Bürger, Rekordüberschuss, was kommt dann bei den Bürgern an? Jetzt könnten Sie doch grundlegende Maßnahmen voranbringen. Stattdessen viel klein-klein. Der große Wurf fehlt. Wenn man sich einmal dieses Nachbessern anschaut, deshalb habe ich bewusst diese Pressekonferenz zitiert. Es werden übersteigerte Ausgabenwünsche, Stabsstellen, Sonderstellen. Und Herr Kollege Rühl, wir haben sehr konkret belegt, die 200 Stellen in den Ministerien. Es geht nicht darum, bei der Polizei zu streichen. Es geht nicht darum, bei den Lehrern zu streichen. Es geht darum, sozusagen Wohlfühlpositionen in Ministerien. Die müssen nicht sein. Die braucht man nicht für die Produktivität. Darin ergießen Sie sich in Ihren Vorschlägen für den Haushalt. Warum auch immer macht ein Finanzminister dabei mit? Warum auch immer gibt er den Wünschen der Mehrheit aus CDU und GRÜNEN nach? Das kann jeder heute Abend beim Wein oder sonst wie überlegen. Gerade in guten Zeiten ist es seitens des Finanzministers aus unserer Sicht wirklich eine Pflicht, ab und zu Nein zu sagen. Es bleibt zu hoffen, dass das eine Ausnahme war, dass das ein Ausreißer war. Es bleibt zu hoffen, dass im nächsten Haushalt noch einmal, wir haben 43 Milliarden € Schulden in Hessen, und dann schnecken wir mit 100 Millionen € darum, dass im nächsten Haushalt 2021 zumindest einmal Einnahme und Ausgabe wieder in eine Balance kommen. Wir Freien Demokraten werden da sehr genau hinschauen, denn nach dem Haushalt ist vor dem Haushalt. Das gilt für die ganzen blockierten Stellen, das gilt für die Investitionen, das gilt für die Rücklagen. Wir werden uns in den kommenden Haushaltsberatungen wieder konstruktiv einbringen mit unseren Vorstellungen von einer Politik, die rechnen kann. Die sieht anders aus als das, was Schwarz-Grün hier vorlegt. Und, werte Kollegen, am Ende möchte ich es nicht versäumen, zumal nach der Premiere der normalen Haushaltsberatung mich persönlich, aber auch für die Fraktion der Freien Demokraten bei Frau Goss und den Mitarbeitern des Budgetbüros, bei Herrn Zinser, den Mitarbeitern der Landtagskanzlei, für die Unterstützung in den Haushaltsberatungen und den Ausschussvorsitzenden für die zügige Sitzungsleitung. Drei Lesungen ist eine Menge Arbeit. Also, wir hatten da echt optimale Rahmenbedingungen. Ganz herzlichen Dank. Das muss auch mal sein an der Stelle. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Schardt-Sauer. Das Wort hat der Abg. Jan Schalauske, Fraktion DIE LINKE.
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die dritte Lesung zum diesjährigen Landeshaushalt findet diesmal erst im Februar statt. Ich glaube, darauf hat noch keine Rednerin, kein Redner hingewiesen. Damit befinden wir uns einige Wochen in einem Zustand der vorläufigen Haushaltsführung. Ich finde, diesen Zustand sollten wir nicht unnötig noch weiter in die Länge ziehen. Und trotzdem beraten wir den Landeshaushalt noch einmal. Und ich will die dritte Lesung hier für unsere Fraktion dafür auch noch einmal nutzen, zu unterstreichen und anzumelden, dass wir einen grundsätzlichen Beratungsbedarf haben. Der Beratungsbedarf deckt sich mit unserer doch sehr grundsätzlichen Kritik auch an der schwarz-grünen Landesregierung und ihrer Politik. Und deswegen haben wir diese dritte Lesung auch genutzt. Ein Redner, ich glaube, es war der verehrte Kollege Kaufmann von den Grünen, hat sich ja beschwert, dass es zu wenig Änderungsanträge gegeben hat. Will ich zumindest noch einmal daran erinnern, dass wir über 100 Änderungsanträge zu dem Landeshaushalt vorgelegt haben. Und mit diesen 100 Änderungsanträgen haben wir deutlich gemacht, welche Defizite wir sehen und wie wir ihnen begegnen wollen und wie wir sie verändern wollen. Ich glaube, es steht auch dem Landtag gut an, mit Änderungsanträgen den Haushalt hier der Mehrheit zu begleiten. Der Landeshaushalt gibt uns natürlich noch einmal die Möglichkeit, zu verdeutlichen, dass wir eine grundsätzlich andere Politik wollen, dass wir anders als die GRÜNEN uns nicht einfach so weiter durchwursteln wollen, sondern dass wir richtige Akzente für einen politischen Wechsel hier in Hessen deutlich machen wollen. Und wenn ich mir dann, verehrter Kollege Kaufmann, den staatstragenden und auch ein bisschen paternalistischen Gestus anschaue, mit dem Sie hier aufgetreten sind in der Haushaltsdebatte, dann hat das auch noch einmal verdeutlicht, ja, Sie haben es selber gesagt, wie weit Sie angekommen sind. Sie sind allerdings nicht angekommen in der Lebensrealität der hessischen Bevölkerung, sondern tief im politischen Establishment. Das hat diese Rede noch einmal verdeutlicht. Das ist der Werdegang der hessischen GRÜNEN. Also, es ist bitter nötig, zu verdeutlichen, in welche Richtung wir in Hessen eigentlich gehen müssen. Denn allen Ankündigungen zum Trotz schafft es die Landesregierung wieder nicht, die eigentlich notwendige und entscheidende Trendwende einzuleiten. Sichtbar wird das besonders bei den notwendigen Investitionen in die Zukunft. Der Jahresabschluss 2019 ist ja schon angesprochen worden. Der Jahresabschluss dokumentiert erneut, dass Sie nicht in der Lage sind, die geplanten Investitionen auch zu tätigen. Über 300 Millionen €, die veranschlagt waren, wurden nicht investiert. Das schadet der Zukunft kommender Generationen. Und da wäre es, anstatt mit den Fingern auf anderen zu zeigen, endlich einmal notwendig, die Planungskapazitäten auszuweiten, auch in diesem Haushalt, damit zukünftige Investitionen endlich getätigt werden können. Und wir brauchen diese Investitionen. Wir brauchen sie beim öffentlichen Nahverkehr, bei notwendigen Schulsanierungen oder auch bei der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Ja, wir geben ja zu, überall tut die schwarz-grüne Landesregierung ein klein bisschen, aber nirgendwo ist eigentlich die große Linie erkennbar, die dieses Land entscheidend voranbringen sollte. Sie ruhen sich Jahr für Jahr darauf aus, dass Sie schöne Zahlen haben, steigender Steuereinnahmen. Und ansonsten hoffen Sie, dass niemand merkt, dass es in Hessen zunehmend weniger bezahlbare Wohnungen gibt, dass die dringend notwendige Verkehrswende ausbleibt und dass die Schulen in unserem Land immer sanierungsbedürftiger werden. Ich muss Sie enttäuschen. Die Menschen, mit denen wir sprechen, die merken das in ihrem alltäglichen Leben. Sie verspüren das am eigenen Leib, und sie hoffen auf eine politische Wende hier in Hessen. Jetzt gucken wir uns noch einmal an, was wir versucht haben, für Akzente mit unseren Haushaltsanträgen hier zu leisten. Wir wollen deutlich machen, das Land Hessen kann mehr tun, um bezahlbare Wohnungen zu schaffen, um die Kommunen finanziell besser auszustatten, um Hessen insgesamt sozialer und gerechter zu machen und auch um die Verkehrswende noch deutlicher auf die Schiene zu setzen. Wir haben gezeigt, dass man allein im Wohnungsbereich mit einem Programm arbeiten müsste, mit dem man mindestens jedes Jahr 10.000 neue Sozialwohnungen schaffen müsste. Diese Zahl ist auch nicht einfach fiktiv, sondern es geht darum, diejenigen Wohnungen, die aus der Sozialbindung fallen, zu kompensieren.
modernisieren und den Bestand an sozialem Wohnungsbau wieder deutlich auszuweiten. Der Landesregierung fällt hier allerdings bisher wenig ein, um die Problematik am Wohnungsmarkt zu beenden. Und deswegen haben wir auch in diesem Mal erstmals Mittel beantragt, um in Hessen in den angespannten Wohnungsmärkten einen hessischen Mietendeckel vorzubereiten, so wie es SPD, Grüne und Linke in Berlin vorgemacht haben. Leider hält die Landesregierung das bisher für Teufelszeug, aber wir arbeiten weiter daran, dass diese Forderung mehr Geltung bekommt. Wir wollen den Kommunen deutlich mehr Geld zukommen lassen, allerdings nicht wie diese Landesregierung, indem wir mit einer Heimatumlage den Kommunen vorschreiben, was sie mit ihrem eigenen Geld anzustellen haben, Stichwort Gutsherrenart, sondern wir wollen mit echten zusätzlichen Landesmitteln dafür sorgen, dass unsere Kommunen in Hessen in die Lage versetzt werden, in die öffentliche Infrastruktur zu investieren, die der Sparpolitik CDU-geführter Landesregierung der letzten Jahre und Jahrzehnte immer weiter marode geworden ist. Wir haben im Sozialbereich eine Reihe von Änderungsanträgen vorgelegt, die ebenfalls bei den Kommunen ankommen würden. Ich will dazu zumal an die in Hessen unterdurchschnittlichen Krankenhausinvestitionen erinnern. Allein hier wollen wir zusätzlich 180 Millionen € aufwenden. Wir wollen auch etwas für Familien und Bildung tun, das letzte Krippenjahr freistellen. Und weil wir uns anders als die GRÜNEN noch nicht damit abgefunden haben, dass es in Hessen die Schulen nicht in der Ausstattung sind, wie wir uns das so vorstellen, wollen wir das Thema Schulsanierung endlich angehen. Wir wollen echte Ganztagsschulen schaffen, und selbstverständlich gehört für uns auch dazu ein kostenfreies Mittagessen. Das ist Teil der Bildungsgerechtigkeit, das ist geboten und auch finanzierbar. Und Finanzierbarkeit war ja ein großes Stichwort hier auch in der Debatte. Ich glaube, alle Redner, mit Ausnahme der SPD, haben sich an uns abgearbeitet. Und ich kann das auch gut verstehen, dass Sie sich darüber ärgern und dass Sie sich an der Linken abarbeiten. Denn wir vertreten in dieser Frage die Position der Mehrheit der Bevölkerung. Nicht zuletzt eine letzte Umfrage des ARD Deutschlandtrends hat gesagt, die Mehrheit der Menschen in diesem Land sind für die Wiedereinführung der Vermögensteuer. 72% der Befragten, jetzt klar die Anhänger der SPD über 80%, die Anhänger der GRÜNEN über 80%, aber sogar die Mehrheit der Anhänger der CDU, der FDP und der AfD sind für die Wiedereinführung der Vermögensteuer. Wenn ich mir diese Zahlen so anschaue, dann kann ich mir gut vorstellen, warum Sie sich alle hier ärgern, weil DIE LINKE die Einzige ist, die die Forderung nach einer gerechten Besteuerung in diesem Land, auch hier in den Hessischen Landtag, trägt und damit im Einklang mit der Mehrheit der Bevölkerung steht. Und dass sich die Rechtsaußenfraktion da besonders ärgert, das kann ich auch verstehen, denn ihre Steuerpolitik ist eine Klientelpolitik für die Reichen und Mächtigen in diesem Land. Mit den Interessen der arbeitenden Bevölkerung hat sie aber auch überhaupt gar nichts zu tun. Wir stellen jetzt seit über 10 Jahren, die wir hier im Hessischen Landtag vertreten sind, diese Forderung nach der Wiedereinführung der Vermögensteuer, einer gerechteren Erbschaftssteuer, immer wieder in den Hessischen Landtag, bringen wir sie ein. Wir wollen einen Einstieg in die Umverteilung des Reichtums in diesem Land weg von dicken Bankkonten und Aktienportfolios hin zu den Menschen, die tagtäglich den Reichtum in dieser Gesellschaft erarbeiten, die wirkliche Leistungsträger sind. Und auch wenn es der verehrte Kollege Kaufmann so ungern hören will, wir werden es Ihnen auch jedes Jahr fürs Neue erklären, warum das so wichtig ist und warum das eine Grundlage für politische Veränderungen in diesem Land sind. Und wir sind gespannt, ob Sie denn dann in den nächsten Jahren hier einmal Position beziehen, ob Sie eine Wiedereinführung der Vermögensteuer und eine gerechtere Besteuerung der großen Vermögen in diesem Land wollen oder ob Sie es hier in Hessen weiter aussitzen wollen, und dass die hessischen GRÜNEN keinen Finger dafür krumm machen, dass sich da etwas ändert. Hier wäre ein bisschen mehr Elan gefragt, meine Damen und Herren.
Und Herr Reul, weil Sie, der Kollege Reul von der CDU, hat von Augenwischerei gesprochen. Ich finde, es ist Augenwischerei, den Menschen vorzugaukeln, dass wir die vielen Probleme in unserem Land ernsthaft anpacken könnten, ohne uns gegen die himmelschreiende, ungerechte Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums in den Händen weniger zu wehren. Das, lieber Kollege, das ist Augenwischerei. Wer ein anderes, ein sozialeres, ein gerechteres, ein ökologisches Hessen will, der ist bei dieser Landesregierung an der falschen Stelle. Und deswegen brauchen wir hier grundsätzliche politische Änderungen. Ich will die dritte Lesung nutzen, auch noch ein bisschen was zu den Anträgen anderer Fraktionen zu sagen. Bedauerlich ist es, dass einige wichtige Anträge, wie z.B. für den Schutz jüdischer Einrichtungen in unserem Land, aber auch die Einrichtung eines Livestreams des Landtags, zwar von vier Fraktionen, aber auf Wunsch der CDU nicht mit der LINKEN gemeinsam eingebracht worden sind. Wir bedauern da Ihre ideologiegetriebene Haltung sehr. Ich glaube, es wäre ein gutes Zeichen gewesen, wenn alle demokratischen Fraktionen diese Anträge gemeinsam eingebracht hätten. Wir gehen nicht so ideologisch vor wie die hessische CDU. Wir haben alle Anträge der anderen Fraktionen gelesen, geprüft. Vielen haben wir zugestimmt, manches haben wir abgelehnt, und auch bei einigen Dingen haben wir uns enthalten. Eine pragmatische, unideologische Herangehensweise, die uns zumindest von der größten Fraktion hier im Landtag wohl zu unterscheiden scheint. Ich will Ihnen deutlich sagen, dass es eine Fraktion aber gibt, deren Anträge haben wir komplett abgelehnt, weil es auch schlicht keinen Sinn macht, sich da mit einzelnen Anträgen einer Fraktion zu beschäftigen, die insgesamt eine Politik verfolgt, die wir für grundsätzlich falsch halten. Die Rechtsaußenfraktion hat beantragt, 130 Millionen € für die inklusive Beschulung zu streichen, Mittel für Naturschutz und Verbraucherverbände. Sie wollten die Mittel für die Unterstützung von Flüchtlingen streichen, ökologischen Landbau, die Förderung versagen, Sprachkurse an Hochschulen streichen, die Förderung von Frauen in MINT-Fächern, soziokulturellen Zentren das Geld nehmen und stattdessen immer mehr Abschiebeknäste schaffen. Das, meine Damen und Herren, ist derart reaktionär, dass wir all Ihre Haushaltsanträge mit voller Überzeugung ablehnen. Mit der Politik gegen die Menschen in diesem Land machen wir uns nicht gemein. Gerade bei den Anträgen von FDP und SPD haben wir einigen zugestimmt. Viele Initiativen gingen da in die richtige Richtung. Allerdings teilen wir die finanzpolitischen Linien nicht. Es überzeugt uns nicht so richtig, alles mit globalen Minderausgaben zu finanzieren. Und bei der FDP, da ist das dann ein bisschen merkwürdig. Es ist ja nachvollziehbar, dass Sie sagen, der Finanzminister ist nicht in der Lage, die notwendigen geplanten Ausgaben zu tätigen, gerade bei Zukunftsinvestitionen. Aber das macht doch die Veranschlagung der Mittel nicht falsch. Eigentlich müsste doch unser Ziel sein, dass die Gelder ausgegeben werden. Und bei der FDP kommt noch hinzu, dass sie globale Minderausgaben veranschlagen, um damit dann die Grunderwerbsteuer zu senken. Man könnte sich über die Grunderwerbsteuer, wie sie ausgestattet ist, gerne mal unterhalten. Aber dass Ihnen nichts in dieser Situation nichts anderes als die ausgeleierte Platte von der Steuersenkung einfällt, das ist doch ein bisschen wenig angesichts der wichtigen Zukunftsaufgaben in unserem Land. Noch komme so langsam dem Ende entgegen. Ich will trotzdem noch etwas zu den Änderungen der Koalitionsfraktionen sagen. Ich habe ja schon gesagt, einigen der Anträge haben wir durchaus auch zugestimmt. Wir sind da nicht so ideologiebeflissen wie die größte Fraktion im Haus. Allerdings will ich schon noch einmal feststellen, dass es erstaunlich ist, in welcher Fülle Sie eigentlich im Haushaltsausschuss mit Änderungsanträgen aufgetreten sind. Nicht alles, was Sie beantragt haben, war dann auch notwendig. Aber ich glaube, so mancher Antrag sollte dann eher als Arbeitsnachweis für die Fraktionen gelten, als dass er substanziell am Haushalt noch einmal etwas verändert hat. Ich denke da an einen Karrieretruck für 800.000 €, von dem wir nicht wissen, ob er mehr als Feinstaub und Stickoxide bringt. Aber wir werden uns das Ganze weiter anschauen. Zum Abschluss noch ein Ausblick. Der Landeshaushalt ist die konsequente Fortsetzung der CDU-geführten Landesregierung.
Sie schaffen es trotz vollen Kassen nicht, die notwendigen Zukunftsinvestitionen zu tätigen, die Weichen für die Zukunft zu stellen. Und Ihnen bleibt symbolische Schuldentilgung, so widersprüchlich sie dann auch im Abschluss und in der Veranlagung ist, wichtiger als das Land gerechter, sozialer und ökologischer zu machen. Ich habe in der zweiten Runde der Haushaltsdebatte, in der zweiten Lesung gesagt, die GRÜNEN hätten am Wahlabend verkündet, noch nie war Hessen so grün. Angesichts des heutigen Haushaltes, den wir wohl verabschieden werden, muss man sagen, noch nie waren die GRÜNEN so schwarz wie hier und heute in Hessen. Diese bedauerliche Tatsache findet sich auch im Landeshaushalt. Wir haben deutlich gemacht, Herr Kollege Schalauske, Sie müssen jetzt zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Wir haben deutlich gemacht, wir wollen ein anderes, ein sozialeres, ein gerechteres Hessen. Deswegen lehnen wir den schwarz-grünen Landeshaushalt ab und bedanken uns bei allen, die die Beratung zum Haushalt ermöglicht haben, insbesondere bei Frau Goos und den Mitarbeitern des Budgetbüros. Vielen Dank, Kollege Schalauske. Das Wort hat der Finanzminister. Staatsminister Dr. Schäfer, bitte. Sehr verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn ich versuche, die Debatte eben ein bisschen Revue passieren zu lassen, dann trete ich dem Haus womöglich nicht zu nahe, wenn ich sage, dass die ganz große Leidenschaft bei Haushaltsdebatten in der dritten Lesung möglicherweise noch entwicklungsfähig ist. Das ist, na gut, Sie haben ja vielleicht noch eine Chance auf eine zweite Runde gleich. Mal gucken. Da kommt vielleicht noch was. Also, insofern gibt es noch Potenzial in der Debatte. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass wir natürlich den Haushalt in allen Einzelheiten diskutiert haben in den Ausschusssitzungen, zweimal hier im Plenum. Vielleicht, dass auch um diese Uhrzeit auch nicht mehr jeder so restlos hellwach der Debatte im Landtag folgt. Also eine Kombination aus beidem, aus mehreren. Deshalb lassen Sie mich vielleicht, ja, ich musste doch ein bisschen Stimmung in das Haus bringen, damit jetzt alle wieder aufmerksam der Debatte gemeinsam folgen. Lassen Sie mich vielleicht zwei, drei Gesichtspunkte der Debatte noch einmal in den Mittelpunkt rücken. Und zwar die zwei Stichworte Investitionen und Vorsorge. Zwei Dinge, die ein Stück zusammengehören. Ich will mit den Investitionen beginnen und dabei durchaus auch einen Blick werfen auf das, was diskutiert worden ist, nämlich unseren Jahresabschluss des vergangenen Jahres. Interessant war, beim Jahresabschluss des vergangenen Jahres hat keiner vorgetragen, dass wir die Investitionen von 2018 auf 2019 um über 8% gesteigert haben. 8% Steigerung der Investitionen innerhalb eines Jahres. Wir haben bei den eigenen Bauinvestitionen, und das hat der Kollege Weiß ja angesprochen, so nach dem Motto, wenn ihr eure Baubetriebe nicht so abgebaut, hättet ihr besser ausnutzen können. Bei den eigenen Investitionen des Landes, mit den eigenen Baubetrieben, haben wir 96% der Investitionsmittel verausgabt. Das ist auch im langen Jahresvergleich ein ziemlicher Spitzenwert. Ich habe allen Anlass, mich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der beiden großen Baubetriebe Hessen Mobil und LBIH sehr herzlich zu bedanken, dass ihnen das gelungen ist. Wo wir erkennbar ein Problem haben, ist dort, wo wir Investitionsmittel weiterleiten, insbesondere an Dritte, insbesondere an die kommunale Ebene. Und dort müssen wir sicherlich diskutieren, auch mit den Partnern vor Ort, woran es liegt. Ist das wirklich die Frage, ob ein paar Formularseiten zu viel sind? Ja, lass uns darüber reden, gucken, ob man da etwas vereinfachen kann. Aber möglicherweise liegt es auch einfach daran, dass die Baukapazitäten in den Verwaltungen vor Ort auch an ihre Grenzen kommen. Die Ausschreibungen, die getätigt werden, sind gelegentlich wiederholt werden müssen, weil nicht genügend Angebote eingehen. All das sind doch Punkte, die den staatlichen Ebenen gemein sind. Und lasst uns gemeinsam darüber diskutieren, wo wir dort helfen können. Aber an einer überausgelasteten Bauwirtschaft, für die wir ja eigentlich dankbar sein können, weil sie wesentliche Teile unserer Konjunktur im Moment auch trägt. Jedenfalls an diesen Fragestellungen können wir nicht vorbeigehen, wenn wir dies betrachten. Und deshalb haben wir entschieden, dass wir sicherstellen wollen, dass Investitionen in der Zukunft sogar noch stärker getätigt werden als in der Vergangenheit.
Und deshalb geht der Hinweis fehl, ihr hättet die 124 Millionen nicht getätigte Inversion einfach zweckgebunden übertragen müssen. Lieber Kollege Weiß, wir wollen 500 Millionen Euro des Jahresabschlusses des letzten Jahres investieren und nicht nur 124 Millionen übertragen. Wir wollen das Drei- und Vierfache investieren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deshalb diese Rücklagenentscheidung. Lassen Sie mich einen Hinweis zur Zinsprognose geben. Natürlich ist die Prognose wahrscheinlicher Zinsausgaben des Jahres 2020 im Februar oder Ende Januar des laufenden Jahres präziser als noch im Mai des vergangenen Jahres. Und bei einem Gesamtzinsaufwand von ungefähr 1 Milliarde € im Jahr am Ende etwas großzügiger zu kalkulieren zu Beginn, um dann im Laufe des Haushaltsverfahrens zu sehen, dass man dort etwas präziser die Dinge hat und dann Mittel auch zur Verfügung stellen kann, um Veränderungen im Haushalt zu haben, ist, glaube ich, ein normales parlamentarisches Verfahren. Lassen Sie mich zu dem zweiten Punkt kommen, der Vorsorge. Ich glaube, da ist diese Landesregierung so vorsorgeintensiv unterwegs wie keine vor ihr. Wir haben aus dem Abschluss des Landeshaushalts des letzten Jahres statt 100, 200 Millionen getilgt. Wir haben die Versorgung, die Konjunkturausgleichsrücklage, also die Mittel, die wir nutzen können, wenn die Konjunktur mal schlechter läuft als geplant und nicht wie in der Vergangenheit glücklicherweise besser, auf 1 Milliarde € aufgestockt. Wir haben 180 Millionen zusätzlich in die Versorgungsrücklage gesteckt, die übrigens im letzten Jahr 800 Millionen Euro mehr wert geworden ist durch kluge Geldanlage an der Stelle. Wir haben 500 Millionen Euro in die Investitionsrücklage gepackt und weitere 400 Millionen in die allgemeine Rücklage. 1,5 Milliarden Euro zusätzliche Vorsorge. Das größte Vorsorgepaket in der Geschichte des Landes Hessen, meine Damen und Herren. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Land Hessen wird in diesem Jahr, so Sie dem Haushalt gleich Ihre Zustimmung erteilen, nachhaltig, sicher und klug finanzpolitisch weiter agieren. Ich will mich sehr herzlich bedanken. Bedanken bei allen, die an den Beratungen beteiligt waren, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Ministerien, meinem Haus, dem Landtag, die sich sehr, sehr viel Mühe gemacht haben, uns gemeinsam die Dinge so aufzubereiten, dass das Zahlenwerk eine beratungsfähige Struktur bekommen hat. Herzlichen Dank dafür. Und ganz zum Schluss, meine Damen und Herren, ob die Grünen mehr schwarz geworden sind oder die Schwarzen mehr grün, ist mir vergleichsweise egal, weil am Ende steht ein grundsolider, gemeinsamer schwarz-grüner Haushalt, der Hessen in eine gute Zukunft führen wird. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Finanzminister. Meine Damen und Herren, die 8,5 Minuten gespart sind gleich wieder drin. Meine Damen und Herren, wir kommen nun, wenn Sie es zulassen, zur Abstimmung. Wir sind am Ende der Debatte. Abstimmung in dritter Lesung über den Gesetzentwurf zum Haushalt 2020. In der Fassung der Beschlussempfehlung des zweiten Berichts des Haushaltsausschusses, Drucksache 20-2386 zu Drucksache 20-2090 zu Drucksache 20-1407. Wer für die Annahme des Gesetzentwurfs in der oben genannten Fassung ist, den bitte ich um sein Handzeichen. Das sind die Fraktionen der
CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Das ist das übrige Haus. Enthaltungen gibt es keine. Dann ist der Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung und des zweiten Berichts des Haushaltsausschusses in den genannten Drucksachen mit den Stimmen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen des übrigen Hauses in dritter Lesung angenommen und damit zum Gesetz erhoben. So, meine Damen und Herren, vielen Dank. Wir kommen, meine Damen und Herren, ich habe Zeit heute, macht nur weiter. Wir kommen nun zur Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 31, das ist die Beschlussempfehlung im Bericht des Haushaltsausschusses zu dem Antrag der Landesregierung betreffend Finanzplan des Landes Hessen für die Jahre 2019 bis 2023, Drucksachen 2023-87 zu Drucksache 2014-08. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Das übrige Haus. Dann stelle ich fest, dass mit den Stimmen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen das übrige Haus der Finanzplan beschlossen wurde. Enthaltungen gibt es keine. Gut. Meine Damen und Herren, damit ist der Haushalt 2020 verabschiedet. Ich möchte auch allen Beteiligten ein herzliches Wort des Dankes sagen, allen Abgeordneten ein herzliches Wort des Dankes sagen und dem Vorsitzenden des Haushaltsausschusses, Wolfgang Decker. Ich durfte das ja miterleben in den Sitzungen ab und an, wenn ich da war. Das war wirklich eine gute Leistung von dir. Herzlichen Dank für deine gute Führung. So, dann haben wir hier noch etwas eingegangen, erteilt, dringlicher Antrag Fraktion CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Großprojekte seriös vorantreiben, Planung des Fernbahntunnels Frankfurt am Main produktiv und weitsichtig begleiten, Drucksache 202445, Dringlichkeit bejaht, dann wird dies Top 45, wir können dies mit 23 aufrufen. Gut, dann haben wir noch eingegangen und verteilt dringlicher Entschließungsantrag CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Die unverbrüchlichen Regeln einer lebendigen Demokratie müssen bewahrt werden. Drucksache 202446, auch hier Dringlichkeit bejaht. Dann wird dies Top 46 und kann mit 18 zu dem Thema aufgerufen werden. Einverstanden? Gut, dann machen wir das so.